Expertenrunde auch gleich mit auf die Bühne bitten. Ich habe einige schon, ja, sind schon alle am Start. Hallo, wir haben uns auch noch nicht gesehen. So, herzlich willkommen zurück beim Panel Sicherheit und Datenschutz in der vernetzten Welt. Wer heute Morgen schon hier war, hat sicherlich mitbekommen, das Thema wurde ja schon einige Male angeschnitten. Es lässt sich ja auch aktuell aus kaum einer Diskussion, die sich um das Digitale dreht, herausdenken. Wir beschäftigen uns in den kommenden, ja jetzt schon absehbar, viel zu kurzen 45 Minuten mit zwei zentralen Fragen. Die eine ist der Geheimdienstuntersuchungsausschuss, ehemals NSA-Untersuchungsausschuss genannt, aber man hat doch gesehen, es geht um deutlich mehr als nur die NSA. Und zum anderen um die Frage der IT-Sicherheitsgesetze. Und insbesondere mit dem Fokus auf die kürzlich beschlossene IT-Sicherheitsgesetz. Ja, ich erhoffe mir hier spannende Diskussionen und viele Fragen. Ich kündige auch gleich an, dass ich relativ früh auch die Fragen aus dem Publikum eröffnen werde, da schon absehbar ist, wie erwähnt, dass hier auch viele Fragen kommen werden. Zentrale Fragen, die wir heute behandeln wollen, wie gesagt, IT-Sicherheitsgesetz, ein erster Meilenstein auf einem langen Weg. Wie ist die bisherige Arbeit des sogenannten NSA-Untersuchungsausschusses zu bewerten? Und was kann oder muss der Staat tun, um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zurückzugewinnen? Ja, insgesamt ein kritisches Thema und auch, ich würde sagen, ein sehr kritisches Panel. Ich vermute, niemand wird hier die Verteidigungsposition voll und ganz einnehmen, ein bisschen vielleicht, oder eine kritische Verteidigung. Aber ich hoffe, dass wir nicht nur trotz einer kritischen Diskussion auch zu konstruktiver Kritik und zu Vorschlägen kommen und vielleicht auch dazu ein paar positive Entwicklungen zu benennen. Ich bin froh, auch hier drei Experten zu so einem Thema hier sitzen zu haben, aus allen relevanten Bereichen Politik, aus den relevanten Bereichen Technik, Wissenschaft, Politik und Wirtschaft. Ja, so geht es, wenn man sich so viel notiert. Ich fange mal an mit Silvia Jonik. Sie hat in Berlin Informatik mit Schwerpunkt Datenschutz und Softwaretechnik studiert und nach dem Studium beim Forschungszentrum für Informationstechnik im Bereich IT-Sicherheit gearbeitet. Seit 2009 berät sie selbstständig internationale Unternehmen in Fragen der IT-Sicherheit und schreibt auch Artikel und hält Vorträge zu diesem Thema. Und sie ist Mitglied des Vorstandes beim Forum Informatikerinnen und Informatiker für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Professor Hartmut Pohl ist Professor für Informationssicherheit und Software Security und geschäftsführender Gesellschafter der IT-Sicherheitsberatungsfirma Softcheck. Er ist Mitglied des Beirats der International Security Academy und Sprecher des Präsidiums Arbeitskreises Datenschutz und IT-Sicherheit der Gesellschaft für Informatik. Markus Stamm ist Senior Counsel bei der Alcatel-Lucent Deutschland AG. Er beschäftigt sich dort unter anderem mit internationalem Datenschutzrecht und Telekommunikationsrecht. Herr Stamm ist Gründungsmitglied des Data Privacy Teams bei Alcatel-Lucent, eines globalen Expertennetzwerks für Datenschutz und Vorsitzender des Bitkom-Arbeitskreises Datenschutz. Und Herrn Konstantin von Notz, er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen, Sprecher für Netzpolitik und promovierter Rechtsanwalt. Politisch liegen seine Schwerpunkte in der Innen- und Rechtspolitik. Und Herr von Notz setzt sich außerdem für mehr Transparenz in Wirtschaft und Politik ein und ist Obmann der Grünen im sogenannten NSA-Untersuchungsausschuss. Somit steigen wir direkt in die Frage des IT-Sicherheitsgesetzes mit ein. Das Bundesministerium betont, dass das IT-Sicherheitsgesetz ein erstes Gesetz zur IT-Sicherheit ist. Zum einen die Frage, kann es als Meilenstein bezeichnet werden? Und zum anderen die Frage,
was wird oder sollte oder muss daraus folgen? Ich gebe das Wort an Frau Jonik. Danke. Das Gesetz ist übrigens noch nicht verabschiedet. Es ist noch im Entwurf. Mhm. Glücklicherweise auch, da noch sehr viel Handlungsbedarf besteht. Ich würde es auch bislang noch nicht als Meilenstein bezeichnen, sondern eher als Mosaikstein einer, ja, ich sage mal, nicht ganzheitlichen Sicherheitspolitik im Bereich Informationssicherheit. Und zwar, ja, das IT-Sicherheitsgesetz richtet sich ja vor allen Dingen an Kritisunternehmen. Das sind Unternehmen, die kritische Infrastrukturen bereitstellen. Und denen soll auferlegt werden, was ich begrüßenswert finde, dass sie jetzt erstmal Mindeststandards einhalten, finde ich sehr löblich, auch daran arbeiten sollen, welche Sicherheitsstandards ja als Mindeststandard zu gelten haben. Und sie sollen zukünftig Schwachstellen, Sicherheitslücken oder Sicherheitsvorfälle auch melden, finde ich auch sehr löblich. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde auch dafür plädieren, dass zumindest allgemeine Schwachstellen oder Schwachstellen, die inhärent in den Systemen sind, auch veröffentlicht werden und nicht irgendwie unter der Hand bleiben. Wo ist jetzt das Problem? Wenn wir jetzt betrachten, was letzte Woche, Samstag war es, glaube ich, der Spiegel veröffentlicht hat, will der BND jetzt ein bisschen mehr Budget haben, um Schwachstellen zu kaufen, die ja kritische Infrastrukturen wie zum Beispiel SSL-Verschlüsselung oder sonst wie schwächen sollen. Also einerseits möchte man die Sicherheit stärken, indem man halt versucht, Sicherheitsprobleme zu konsolidieren und gebündelt irgendwo abzulegen. Und gleichzeitig auf der anderen Seite versucht man, Schwachstellen zu kaufen, um sie dann einzusetzen, um die Sicherheitsmechanismen wieder zu brechen. Und da sehe ich doch ja einen krassen Widerspruch, der irgendwie nicht so gut die Politik momentan dastehen lässt oder die Regierung nicht dastehen lässt, weil einfach das eine Ministerium sagt, wir wollen die Schwachstellen gut behandeln und wir wollen sie möglichst schnell schließen und die anderen sagen, nee, wir wollen sie geheim halten und für Zwecke nutzen, die ja nicht so positiv sind. Ja, ich würde die Frage gleich weitergeben an Herrn von Notz. Generell, wie ist Ihrer Meinung nach die Arbeit des Untersuchungsausschusses zu bewerten, wo ja auch der BND stark im Mittelpunkt steht? Naja, vielleicht darf ich daran noch anknüpfen, weil ich auch gerade aus der Sitzung des Innenausschusses komme und da haben wir diese Entwicklung natürlich auch diskutiert. Und es ist genauso, wie Sie es sagen, es ist gar nicht mal ein anderes Ministerium, sondern es passiert im selben Haus. Man gibt auf der einen Seite vor, für Sicherheit zu sorgen. Ja, also der Minister ist von Veranstaltung zu Veranstaltung unterwegs und erzählt, wie wichtig die Sicherheit ist und wie böse Cybercrime ist und dass man da ganz dringend was machen muss. Und gleichzeitig kommt eben raus, dass der BND und damit auch das Innenministerium mit Sicherheitslücken rumhökern möchte, mit Staatsknete sozusagen, von Kriminellen Sicherheitslücken kaufen und dann, wenn man Kenntnis über die Sicherheitslücke hat, dann läuft man nicht etwa los und sagt, oh Gott, wir müssen sie schließen, weil damit Menschen betrogen werden, ausgenutzt werden, Daten abgegriffen werden, sondern man sagt, nein, wir halten das geheim, jetzt wissen wir ja diese Sicherheitslücke und wir nutzen das für unsere Überwachungszwecke aus und was mit den Bürgerinnen und Bürgern passiert, das ist uns egal, das ist völlig irre sozusagen und schizophren und ich glaube, damit wird man nicht durchkommen und es zeigt sich sozusagen, dieses IT-Sicherheitsgesetz ist Teil der digitalen Agenda, dem Fahrplan. Die Bundesregierung spricht selbst von einem Hausaufgabenheft, das man sich gegeben hat, um Deutschland im digitalen Bereich besser aufzustellen. Und in dieser digitalen Agenda kommt das Thema Massenüberwachung überhaupt nicht vor. Ja, das muss man sich immer klar machen, um sich zu erklären, warum in dem Bereich auch nichts geschieht. Und weil Sie nach dem NSA-Untersuchungsausschuss gefragt haben, da steht die Bundesregierung ja vor allen Dingen auf der Bremse, was die Aufklärung angeht. Ja, man gibt uns alle Akten, die wir eingefordert haben, verfristet, einen Großteil überwiegend geschwärzt. Es gibt Akten, die wir bekommen,
Das sind 7 Seiten. Da ist jede Zeile auf dem Dokument geschwärzt. Jede Zeile, ja, von der Betreffzeile über das Datum bis zur Unterschrift komplett geschwärzt. Hat etwas Dadaistisches, Kafkaeskes, ja. So, wenn man so ein Dokument sieht, man denkt, es könnte moderne Kunst sein oder so. Einzige Zeile, die offen ist, ist unter Verschluss bis ins Jahr 2048. Es ist jedem klar, sozusagen, wenn man solche Unterlagen bekommt, um einen Vorgang aufzuklären, was der gesamte Bundestag beschlossen hat, dass dieser Überwachungsskandal aufgeklärt werden muss, dann fällt die Aufklärung sehr schwer. Also muss man konstatieren, den Zeugen Snowden will man nicht nach Deutschland holen, sondern man gibt vor, man würde lieber nach Moskau fahren, was absurd ist, so dass wir da, glaube ich, keinen Sauerstoff drauf verschwenden müssen, dass das nicht Aufgabe des Untersuchungsausschusses sein konnte, darf, sondern dass der Zeuge wie alle anderen Zeugen, die wir bisher benannt haben, nach Berlin kommen müsste. Die Akten werden uns teilweise vorenthalten und zum Großteil geschwärzt. Man steht da auf der Bremse und das zeigt, dass man das ganze Problem der Massenüberwachung, ja, dieses meiner Ansicht nach ideologisch falschen Ansatzes für mehr Sicherheit zu sorgen, dass man den eben von Seiten der Bundesregierung massiv weiter betreibt. Und wenn man die Äußerungen zum Überwachungsskandal der Bundesregierung hört, dann geht es beim Telefon von Frau Merkel, abhören unter Freunden geht ja gar nicht, aber dass irgendjemand sagt, was der BND gemacht hat, wie man mit den USA kooperiert hat, die Massenüberwachung, die die USA machen, die Massenüberwachung, die die USA, die Dienste der USA in Kooperation mit anderen westlichen Geheimdiensten machen, die gehen gar nicht, das sagt kein Mensch. Und daraus muss man klar folgern, dass man von Regierungsseite will, dass das einfach so weiterläuft. Und insofern brennt im Sinne von Datensicherheit die Hütte lichterloh. Okay, dann ich gebe das Wort direkt weiter an Herrn Professor Pohl. Ja, es wurde ja jemand gesucht, der die Position der Bundesregierung vertritt. Das will ich dann mal versuchen, nicht so verantwortungslos wie in dem Key Statement vor dem Essen, sondern schon etwas deutlicher. Also im Sicherheitsgesetz, da steht die Vorratsdatenspeicherung drin, um den Begriff einzuführen hier. Die Provider werden durch das Gesetz gezwungen, alle Verbindungsdaten ihrer Endverbraucher ein halbes Jahr zu speichern, nicht das, was sie denken, sondern um dem Endverbraucher eventuelle Sicherheitsprobleme nennen zu können. Ja, ganz klar. Zum Ersten. Zum Zweiten sollen, da muss ich Ihnen ein bisschen widersprechen, Frau Juning, Sicherheitsereignisse gemeldet werden. Das ist der Begriff, der aus dem Datenschutzgesetz kommt. Wenn etwas passiert ist in der IT, dann sollen die Betroffenen, deren Daten da publik geworden sind, wenigstens informiert werden, dass ihre Daten weggekommen sind. Es geht gerade nicht um die Sicherheitslücken. Die sollen nicht genannt werden. Und da steht auch gar nicht in dem dann zuständigen BSI-Gesetz drin. Das BSI-Gesetz, das ist ausdrücklich formuliert, kann Sicherheit, also es geht um neue insbesondere, kann Sicherheitslücken veröffentlichen. Hat es aber noch nie gemacht, ja, im Einvernehmen mit dem Innenministerium. Die neuen, die noch nicht veröffentlichten Sicherheitslücken, die sind unverzichtbar notwendig für die Sicherheitsbehörden, die damit die heimliche Online-Durchsuchung nur machen können und die Quellen-TKÜ. Deswegen auch an Frau Weber, diese Verschlüsselung, die stört die Sicherheitsbehörden überhaupt nicht, weil sie ja die Gespräche abfangen, rausholen aus dem Computer, bevor, oder die Mails, bevor verschlüsselt wird. Ja, Quellen-TKÜ. Dazu ist unverzichtbar das Wissen und die Kenntnis der noch nicht veröffentlichten Sicherheitslücken notwendig, weil ein Angriff natürlich dann auch nicht erkannt wird von dem Betroffenen, auf dem Quellen-TKÜ läuft, etc. Und dann noch, was der dritte positive Punkt ist, natürlich Zwangssicherheitsmaßnahmen. Das ist der Einstieg in die Zwangssicherheitsmaßnahmen in der IT. Die Unternehmen der kritischen Infrastrukturen werden gezwungen, ein gewisses Sicherheitsniveau einzuhalten.
Und wenn das Gesetz durch ist, wird es für die anderen Unternehmen kommen und dann auch für die Privaten natürlich. Dann werden sie von der Internetpolizei in Deutschland besucht werden, ob sie ordentlich, das ist kein Witz, in der Zukunft wird es so sein, es funktioniert nur über den Zwang. Ich will nicht den Vergleich mit dem Auto strapazieren. Der Sicherheitsgurt ist nur gekommen durch den Zwang, der Einsatz. 50 in der Stadt, das ist ein Zwang, machen wir uns nichts vor, ist nützlich oder weniger, wird ja diskutiert, 30, um Menschenleben zu... Genauso brauchen wir in der IT, im Internet, die Zwangssicherheitsmaßnahmen. Habe ich die Regierung gut unterstützt? Besser als andere. Danke. Also ich glaube, daraus würden sich jetzt wahrscheinlich schon viele Fragen im Publikum ergeben, aber ich möchte jetzt trotzdem noch mal eine Frage an Herrn Stamm stellen, und zwar in Bezug auf die Wirtschaft. Sie haben das auch schon eben erwähnt, es gibt jetzt Zwangsmaßnahmen oder Empfehlungen. Und die Frage, ich würde Sie noch etwas mehr erweitern. Was hat der Skandal des letzten Jahres geändert aus wirtschaftlicher Perspektive oder für die Wirtschaft? Gab es dadurch vielleicht auch aus der IT-Sicherheitsperspektive positive Entwicklungen? Und was muss sich aber vielleicht auch noch weiter ändern und wie werden die derartige Empfehlungen aufgenommen und aufgefasst? Also ich würde gerne dem Eindruck erstmal entgegenwirken, dass das IT-Sicherheitsgesetz was völlig Neues schafft. Alle verantwortlichen Stellen, die personenbezogene Daten verarbeitet haben, mussten auch bisher schon technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen treffen. Die waren im Anhang zum Paragraphen 9 Satz 1 des Bundesdatenschutzgesetzes. Es gibt Spezialregelungen in sektorspezifischen Gesetzen. Also es ist keineswegs so, dass, wenn wir jetzt die personenbezogenen Daten uns anschauen, eine verantwortliche Stelle bisher ohne diese Maßnahmen ausgekommen ist. Es ist auch so, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden im Rahmen von Prüfungen fehlende Maßnahmen beanstandet haben, dass sie auch die Möglichkeit hatten, Maßnahmen durchzusetzen, von denen sie der Überzeugung waren, dass sie erforderlich und angemessen sind. Dagegen hatten die verantwortlichen Stellen Rechtsmittel, aber es war durchaus bisher auch schon möglich. Insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass das IT-Sicherheitsgesetz die große Revolution ist. Allerdings muss man schon zugeben, dass es Sektoren in der Industrie gibt, die der IT-Sicherheit weniger nahe gestanden sind als andere. Wenn ich dran denke, ich möchte die Namen nicht nennen, aber den Vorfall durchaus, dass ich vor 6 Jahren einen Energieliefervertrag zu verhandeln hatte, bei dem ein Trafohäuschen, das für den Betrieb eines großen Unternehmens in Stuttgart nicht ganz unwesentlich ist, erhebliche Telemetrie-, Fernzugriffs-, Fernsteuerungsmöglichkeiten durch den Versorgungsnetzbetreiber vorgesehen waren und die Frage in der Ausschreibung nach dem IT-Sicherheitskonzept für diese Maßnahmen bei 4 von 10 Bewerbern, Ausschreibungsteilnehmern, ungläubiges Kopfschütteln ausgelöst hat. Und eine Bieterantwort war wörtlich, ja, die Nebenstelle, an der Modem angeschlossen ist, über den wir diese Fernsteuerung machen, die ist ja nicht öffentlich bekannt. Also was wollen Sie da eigentlich noch? Der Bieter hat sich sehr gewundert, dass er dann rausgeflogen ist. Ich denke aber, man kann sehen, es gibt Sektoren, die der IT-Sicherheit weniger nahe gestanden haben als andere. Es sind in dem IT-Sicherheitsgesetz gute Ansätze drin, aber wir dürfen eines nicht glauben und das würde ich vielleicht gern an der Stelle trennen. Kann das IT-Sicherheitsgesetz das Vertrauen wiederherstellen, das durch die Snowden-Veröffentlichungen verloren gegangen ist? Nein, das kann es keineswegs. Um dieses Vertrauen herzustellen, müssen wir alle, nämlich das Volk, von dem die Staatsgewalt ausgeht, eine Diskussion darüber führen, was wir glauben, was Geheimdienste dürfen sollen und tun sollten. Dafür gibt es durchaus Kontrollinstanzen wie das Parlamentarische Kontrollgremium, das allerdings nur dann arbeiten kann, wenn es auch mit der Wahrheit bedient wird, das aber vielleicht auch hin und wieder mal schärfer hätte nachfragen können. Das kann kein IT-Sicherheitsgesetz lösen, es kann kein Bundesdatenschutzgesetz lösen und es kann vor allen Dingen die Industrie nicht allein lösen. Denn was erwartet ein IT-Sicherheitsgesetz? Auf der einen Seite sollen wir Sicherheitsmaßnahmen in der Industrie schaffen, auf der anderen Seite aber sollen wir die aufgeben, wenn die guten Informationen von uns wollen. Das heißt, die Strafverfolgungsbehörden, die Behörden, die sie zur Gefahrenabwehr brauchen. Das sind die guten. Und wenn Sie, weiß nicht, wer von Ihnen juristische Blogs ganz gern liest, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass Juristen nicht unbedingt immer nur trocken sein müssen. Durchsuchungsbeschlüsse
Haftbefehle, aus denen zum Beispiel Udo Vetter im Lawblog zitiert hat, wo drin steht, der Beschuldigte ist deswegen besonders verdächtig, eine strafbare Handlung begangen zu haben, weil er seine Festplatte verschlüsselt und das Passwort nicht nennt, sind selbst in meiner Praxis, in der Unternehmenspraxis eher die Regel als die Ausnahme. Solange das so ist, habe ich verschiedene Punkte, die einander widersprechen. Erstens, ich habe den Staat, der mir Sicherheitsmaßnahmen auferlegt, aber gleichzeitig eine Industrie fördern will, die Sicherheitsmaßnahmen konterkariert. Den Widerspruch haben wir noch nicht aufgelöst. Zweitens, ich habe das Verlangen, meine Infrastruktur gegen unzulässige Zugriffe zu schützen. Sind es aber die eigenen Behörden, sind es plötzlich die guten. Dann mache ich mich verdächtig, wenn ich auf diesen Schutzmaßnahmen beharre und die nicht preisgebe. Das ist ein Widerspruch, der auch noch nicht aufgelöst ist. Und drittens, und das ist halt in der Tat die Frage, wenn wir jetzt einen Einzelpunkt rausgreifen, der für uns relativ wichtig ist, welche Rolle kann das BSI in Zukunft spielen? Das BSI kann auch heute schon, wie jede Zeitschrift, wie jeder Tester, wie jede Stiftung Warentest, Produkte erwerben, auseinandernehmen und testen. Die Frage ist, welche Verantwortung gibt man dem BSI in Zukunft? Da bin ich der Meinung, sind die Ansätze, die im IT-Sicherheitsgesetz drin sind, sicherlich nicht schlecht. Frage ist allerdings, warum hat das BSI das nicht bisher auch schon gemacht, obwohl es eigentlich konnte. Das sind so die Punkte, die ich da gerne, was wünsche ich mir davon? Ich wünsche mir davon, dass wir zwei Dinge trennen, nämlich die Frage des verloren gegangenen Vertrauens in staatliches Handeln und bitte ich dabei auch daran zu denken, dass der Staat wir alle sind. Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Der Staat kann sich nicht gegen uns entscheiden, es geht nicht. Dass wir diese Diskussion abtrennen und mit Nachdruck führen, nämlich die Frage, was sollen Geheimdienste dürfen und wie kommen wir zu einem akzeptablen Verhaltenskodex? Und zweitens, was kann die Wirtschaft tun? Was können die Branchen, die IT-Sicherheit bisher weniger ernst genommen haben, tun? Wie kann man da auch nachhelfen? Und da, glaube ich, haben wir ganz gute Ansätze im IT-Sicherheitsgesetz. Es gibt Detailverbesserungen sicher, bloß ich glaube auch, anfangen muss man irgendwo mal damit. Würde aber auch, wie Sie sagten, nicht sagen, das ist jetzt der große Wurf. Es ist ein Mosaikstein, aber dabei wird es nicht bleiben können. Herr Professor Pohl, Sie wollten... Sie können da völlig vertrauen in diese Bundesregierung. Da gibt es nichts zu lachen. Sie müssen nur die Ziele formulieren. Was will diese Regierung erreichen? Und das Ziel ist, Ihnen vielleicht nicht neu, historisch auch gar nicht neu. Ich weiß nicht, warum Sie über die NSA-Affäre reden. Sie haben doch gehört heute Vormittag, dass Brüssel da aktiv ist. Ich frage mich, warum die nicht schon seit 15 Jahren aktiv waren und sind. Damals gab es den Echelon-Report. Echelon ist so ein Vertrag zwischen den USA, Kanada, England, Australien und Neuseeland zur Überwachung des Internets. Ne? Vollständig. Da werden heute auch noch die Daten gesammelt. Das war ein ungeheurer Skandal, der Echelon-Bericht des Europäischen Parlaments. Ja? Wir haben uns alle aufgeregt. Ich weiß nicht, wer sich da noch dran erinnert. Das ist schließlich 15 Jahre her. Okay, was haben wir heute Neues? Nichts. Es ist nichts Neues. Es stimmt nicht, wenn eine Keynote-Sprecherin sagt, das ist völlig neu. Es ist altes Verfahren der Nachrichtendienste, unterstützt von der Regierung. Ob wir die unterstützen wollen oder nicht, die Regierung hat... Ich sage das gern nochmal, das Ziel der völligen Überwachung. Und damit zusammenhängt nur ein Beispiel, das neue Mautgesetz für PKWs. Alle PKW-Kennzeichen werden notiert und gespeichert. Ja? Geht nicht um die Maut, die jetzt abgefordert wird und vielleicht in 2 Jahren massiv erhöht wird. Ja, das ist ein interessanter Nebeneffekt. Die Kennzeichen werden notiert. Dass man das anders machen kann, zeigen zum Beispiel die Grüchen. Da ist so ein Plepperl an der Windschutzscheibe, das wird ausgelesen, das können Sie anonym wieder aufladen. Keiner weiß, ob Sie das waren oder ein anderer. Nein, hier wird das, in Deutschland wird das Kennzeichen notiert. So, das ist aber nur ein Beispiel und ich wollte sagen, das ist das Ziel der Regierung und die ist befangen, die will selber wissen, abgesehen davon, dass ihre Akten natürlich in Washington liegen und in Moskau. Klar, machen sich nichts vor.
Die Dienste haben vollständige Akten, vielleicht nicht über mich, weil ich viel zu unwichtig bin, aber über die Regierung sicherlich, über die Abgeordneten, Herr Notz, bitte um Verständnis, natürlich auch. Völlig klar. So, eine solche Regierung muss befangen sein und wird nicht deutlich ihre Meinung sagen können. Ich denke, also mir ging es wahrscheinlich genauso. Und es ist nicht die NSA-Affäre. Es ist auch, ja, also KGB, China, sowieso. Es ist der Nachrichtendienst von Luxemburg, der das Internet und die Deutschen überwacht. Aber nicht nur von Holland, von Frankreich, von Dänemark, von Finnland, von, Sie kennen wahrscheinlich die Mitglieder der Europäischen Union viel vollständiger, können die aufzählen. Alle Nachrichtendienste überwachen uns. Und es geht, jetzt kommen wir mal zum Ziel, Überwachung ist ja prima. Was machen die denn mit den Daten? Es geht nicht um den Datenschutz, ob die wissen, ob ich rot-schwarze heute schwarze Socken kaufe im Internet oder nicht. Das ist denen völlig wurscht. Die wollen an Unternehmensgeheimnisse ran. Es geht um, wenn wir Tacheles reden hier unter uns, es geht um deutsche Arbeitsplätze, die verloren gehen durch Wirtschaftsspionage nach Medienberichten im Milliardenbereich. Es geht um das Steueraufkommen. Die Steuern müssen Ihnen abgezwackt werden, mir auch, weil so viel verloren geht, weil deutsche Unternehmen nicht so viel Umsatz machen, wie sie könnten. Sie werden ausspioniert. Ja? Das ständige Gerede vom, entschuldigen Sie, Datenschutz und Überwachung stört mich. Wir wollen müssen die Ursachen nennen und die Ziele der Spionage. Das ist Geld, das sind Arbeitsplätze, das sind Steuern. Und lassen Sie mich den letzten Punkt sagen, der auch nicht adressiert wird im Sicherheitsgesetz. Wir reden immer Überwachung, über Spionage. Ja, ja. Was ist denn mit der Sabotage? Heute Morgen haben wir über die Medien geredet. Hat da einer gesagt, Daten, Originaldaten bei der Nachrichtenagentur werden verändert von interessierten Kreisen. Ist ja nicht nur, sind nicht die Nachrichtendienste der Länder, die ich aufgezeigt habe. Es ist die organisierte Kriminalität. Sie können da Grauzone sagen zu. Das ist eine intensive Kooperation mit dem Ziel, Informationen zu bekommen. Allein die Software, die die durch Snowden bekannt die NSA einsetzt, kann die NSA nicht selber schreiben und entwickeln. Da gibt es eine Kommunikation mit der OK nahestehenden Unternehmen. So, und der letzte Punkt geht um Sabotage, heute überhaupt noch nicht erwähnt. Sie haben die kritischen Infrastrukturen gesagt, dazu gehören die Kernkraftwerke. Ja, da fällt mal ein Kohlekraftwerk aus, da fällt vielleicht ein Braunkohlekraftwerk mal aus, ja, ja. So, und was ist denn, wenn ein Kernkraftwerk sabotiert wird? Da gucken wir aber alle komisch. Und in dem Sinne unterstütze ich massiv Sicherheitsmaßnahmen, aber ich unterstütze auch eine kurze technische Diskussion, die mir heute gefehlt hat. Was ist möglich und nicht so, wie heißt diese Veranstaltung? Verantwortung. Ich halte manche Vorträge heute für na, wenig verantwortlich. Okay, danke. Ich gebe das Wort direkt weiter. Ja, erstmal gefällt es mir gut, Herr Professor Pohl, wie Sie das dialektisch darstellen. Und es ist schön, wenn das mal auch so ausgesprochen wird, weil die Bundesregierung natürlich selbst diese Mechanismen, die Sie zu Recht ansprechen, immer nur verbrämt. Ja? Und deswegen fehlt da häufig das offene und klare Wort, das der Debatte tatsächlich sehr helfen würde. Bezüglich Echolon und Snowden, das sehe ich ein bisschen anders. Ist richtig, es hat immer Überwachungsskandale gegeben. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist die technische Entwicklung der letzten 15 Jahre und eben dieser dogmatische Bruch, der auch durchaus innerhalb der NSA erwiesenermaßen stattgefunden hat, dass man eben weggegangen ist von einer Überwachung, gezielten Überwachung, die es immer gegeben hat, zum Ansatz der Totalüberwachung, der anlasslosen Totalüberwachung. Das ist der dogmatische Bruch. Das erste kann man auch schon schlecht gefunden haben, fand ich auch. Ja. Aber sozusagen die Dogmatik, der Ansatz,
Der Heuhaufen muss immer größer gemacht werden, immer, immer größer. Und dann finde ich die Stecknadel. Das ist sozusagen der We take it all, ja? Das ist der dogmatische Bruch, der nach dem 11. September 2001 stattgefunden hat und der eben so massiv rechtsstaatfeindlich ist, dass wir tatsächlich einen neuen Skandal von einer neuen Wertigkeit haben. Und die Debatte läuft ja gesellschaftlich und da gebe ich Ihnen völlig recht. Das kann man nicht mit einem IT-Sicherheitsgesetz lösen, da kann man auch sehr sinnvolle Dinge regeln. Übrigens, wenn man eine Meldepflicht für Unternehmen festschreibt, die ich richtig finde, dann muss man natürlich auch eine Meldepflicht für Behörden festschreiben. Das findet nicht statt, was auch schon lustige Fragen aufwirft. Aber der Kern der Problematik, nämlich inwieweit der Staat in Allmachtsfantasien und Durchbrechungen von Rechtsgrundsätzen uns alle überwacht, das wird in der Tat gesellschaftspolitisch gelöst werden. Also um die Sache zuzuspitzen, wenn sich niemand für dieses Thema ernsthaft interessiert oder die Umfragezahlen eben einfach sagen, gut, die Leute haben also zwei Themen, die ihnen wichtig sind. Das eine sind Rentenerhöhungen und das andere ist die Abschaffung der Rente mit 67. Ja, dann liefert die Bundesregierung das eben ab. Das kann man sogar demokratietheoretisch begründen, warum sie das tut. Aber im Bereich der Überwachung tut sie zynisch nichts, bis sozusagen die Opposition sie in Karlsruhe irgendwie gestellt bekommt oder so. Aber aus eigenem Antrieb heraus tut man nichts. Und es stimmt, man ist Teil dieser Überwachung. Und das ist genau das Problem, was Sie angesprochen haben. Es ist unsere Arbeitsthese für den Untersuchungsausschuss. Und bisher hat sie sich vollumfänglich bewahrheitet, dass man eben in Form eines Ringtausches und einer Aufgabenaufteilung agiert. Das heißt, miteinander kooperierende Geheimdienste brechen fröhlich verfassungsrechtlich verbriefte Rechte in anderen Ländern, ja, weil man es darf und kann und nicht gesetzlich gebunden ist. Und dann trifft man sich regelmäßig, jede Woche, jede alle zwei Wochen und tauscht diese Informationen, die durch anlasslose Massenüberwachung zusammengetragen worden sind, dann untereinander aus. Das kann man als clever bezeichnen. Man könnte aber auch einfach sagen, es ist halt grob verfassungswidrig, ja, und es führt den Rechtsstaat ad absurdum, wenn wir das zulassen. Und wenn man die Geheimhaltung betrachtet, die diese ganze Sache hatte, wenn man anguckt, wie ein 29-jähriger IT-Spezialist, der nicht irgendwie 37 Leute umgebracht hat oder so, sondern der einfach gesagt hat, woran er arbeitet, ja, er hat gesagt, was ist, wie der zum meistgesuchten Menschen auf der Welt wird, ja, für den in der Suche nach ihm Flugzeuge von Staatspräsidenten in Europa vom Himmel geholt werden und so, dann zeigt es, dass hier Rechtsstaaten, und ich sage das nicht sozusagen nur mit dem Zeigefinger in Richtung Amerika, sondern auch mit dem Zeigefinger auf uns selbst, auf das, was der BND tut, dass die Regierungen daran ein massives Interesse haben, das unter Verschluss zu halten und zu verschleiern, weil man Angst hat, dass die Bevölkerung, wenn sie die Wahrheit erfährt, sagt, ihr habt sie wohl komplett verloren. Ja? Ihr habt nicht alle Tassen im Schrank, so geht das nicht. Wofür feiern wir hier 25 Jahre das Ende der DDR, wenn hier massenhaft und anlasslos die Menschen überwacht werden? Und einen Punkt wollte ich noch ergänzen zu Herrn Professor Bull. Ist es nicht nur so, dass diese Daten, ist es nun Wirtschaftsspionage, Industriespionage? Ich finde einen Punkt, den der CCC immer sehr stark macht, interessant. Es werden natürlich auch massenhaft Informationen im Netz gesammelt, die für Erpressung ist vielleicht zu hart gesagt, aber Informationen, die in Verhandlungssituationen relevant sein können. Ja? Wenn Sie den Datenstrom von bestimmten Leuten, sagen wir jetzt mal, nehmen wir jetzt mal nicht die Politik, sondern Wirtschaftsleuten komplett mitlesen und Sie wissen, was der Mensch in seiner Privatsphäre so alles macht und welche Neigungen er hat und wo er gegen gesellschaftliche Konventionen verstößt, dann sind das hochrelevante, kostbarste Informationen, die an der richtigen Stelle in Verhandlungen eingesetzt sehr viel Geld bedeuten können. Und deswegen muss man davon ausgehen, dass auch das Teil dieses Überwachungsansatzes ist, dass man eben manipulativ und
im Amerikanischen würde man sagen, Blackmailing-mäßig hier eben Informationen zu gewinnen sucht, um die dann so illegitim in bestimmten Situationen einzusetzen. Und ich finde, das ist ein Horrorszenario, gegen das man sich nur mit aller Kraft wehren kann. Vielen Dank. Ja, die Zeit schreitet schnell voran. Ich würde natürlich jetzt gerne noch auf technische Möglichkeiten oder Optionen eingehen, wie man sich schützen kann, wenn man niemandem mehr vertrauen kann. Aber ich glaube trotzdem, wir eröffnen doch jetzt lieber mal das Panel für Fragen aus dem Publikum, damit hier noch ein paar Minuten Zeit sind. Gibt es schon Fragen? Nein? Doch, hier. Michael Weiß, Experton. Ich nehme Ihre Frage auf, an Professor Pohl gerichtet. Ganz kurze Antworten aufgrund der Zeit. Welche technischen Möglichkeiten gibt es denn, um sich dagegen zu wehren? Für den Otto Normal. Keiner. Nee? Also gegen Überwachung schützt sich keiner. Sie können verschlüsseln, können Sie machen. Gibt es eine Snowden-Aussage zu NSA verschlüsselt alles, können andere auch. Ist ja nicht nur die NSA. In Rechnern gespeicherte Daten, die lassen sich schon etwas besser schützen. Nicht indem man den Stecker zieht vom Internet, das ist kein Schutz. Ne? Stuxnet ist auch nicht übers Internet zu den Iranern gekommen. Ja, es ist ganz einfach. Man muss das Thema sind die Sicherheitslücken. Das Thema wird ja gescheut wie der Teufel das Weihwasser von der Bundesregierung. Wenn Sie eine Software haben und alle Sicherheitslücken identifizieren und korrigieren, also patchen, dann ist die Software sicher, angriffssicher. Dann kommt kein Angriff mehr rein. Das ganze Gerede von, wir haben eine Cyberbedrohung, es gibt immer mehr Angriffe, ist völliger Humbug. Man muss das Übel bei der Wurzel packen und diese Sicherheitslücken identifizieren. So, und wenn Sie das machen, dann ist die Software tatsächlich sicher. Deswegen lege ich so großen Wert darauf, dass die, aber Unternehmen natürlich auch, die wollen die Sicherheitslücken wissen, die anderen Unternehmen haben, die ausgenutzt wurden für Angriffe. Es muss eine Instanz geben in Deutschland, der man als Unternehmen vertrauen kann und der man unternehmensspezifische Informationen geben kann. Wir haben die Sicherheitslücke gehabt und wir haben sie wie folgt umgangen, gepatcht, gefixt, wie auch immer, egal. Sie muss publik gemacht werden, damit sich die anderen Unternehmen gegen diesen Spionage-, Sabotage-, Angriff schützen können. Ja? Wird aber partout nicht gemacht. Diese Diskussion haben wir geführt bei der letzten Novellierung des BSI-Gesetzes. Ich weiß nicht, vor 2-3 Jahren. Nein, wird nicht gemacht. Ja. Okay, man will nicht, dass sich die Unternehmen schützen können. Man will, dass die Sicherheitsbehörden freies Feld haben und diese Sicherheitslücken alle ausnutzen können. Das ist die beiden Seiten gibt es. Sie können jetzt abwägen, was Sie wollen. Herr Stamm, Sie wollten noch... Frau Jonik? Ja, möchte noch gerne was ergänzen. Also es geht nicht nur darum, dass man die Sicherheitslücken, die schon bekannt sind, natürlich patchen muss, sondern man muss halt auch, also um mal Software kurz zu erklären, Software hat Schnittstellen. Und die Schnittstellen müssen alle spezifiziert sein, die vorhanden sind. Und wenn es nämlich versteckte Sicherheitslücken gibt und versteckte Schnittstellen gibt, dann wäre die Software wieder angreifbar. Und das müsste unter Strafe gestellt werden. Ich bin nicht so ein großer Freund von irgendwie der Erweiterung des Strafstandskatalogs, aber das wäre, glaube ich, ein Straftat, die würde ich da sofort unterstützen, dass man im Prinzip ja, es unter Strafe stellt, ja, Schnittstellen oder aber auch Funktionalitäten in Software zu verstecken, die nicht bekannt ist und die ausgenutzt werden kann. Also ich wollte noch mal ergänzen, ich glaube, dass man Überwachung auf jeden Fall erheblich erschweren kann. Und da wäre ein guter Ansatz gewesen, gibt es mehrere Punkte, aber nehmen wir mal dieses eine Teil, deine letzten Legislaturperiode, die E-Mail, ja, gab es eine große Diskussion, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, ja oder nein. Alle Fachleute, die in den Ausschüssen waren, die wir da anhören, wenn wir so ein Gesetzesverfahren machen, haben gesagt, auf jeden Fall Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Die Betroffenen, Notarkammer und so weiter, haben gesagt, auf jeden Fall Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und die Bundesregierung, damals noch schwarz-gelb, hat
nicht Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gemacht, weil erstens die Unternehmen gesagt haben, ah, das ist uns zu teuer, und zweitens die Sicherheitsbehörden gesagt haben, seid ihr verrückt, dann können wir da ja gar nicht mehr reingucken. Das geht nicht. Ja. Und jetzt hat man eben die E-Mail, was nicht schwimmt, weil alle wissen, der Mehrwert tendiert hart gegen Null. Aber die Grundüberlegung in einem Rechtsstaat, nicht in China, nicht in Nordkorea, nicht in Russland, aber in einem Rechtsstaat wie Deutschland, ist, dass der Staat am Ende des Tages immer den größten Bohrer hat, immer, ja, also kann ich meine Wohnung gegen staatliche Überwachung, gegen eine illegale Hausdurchsuchung schützen? Und da ist die Antwort nein. Ja, wenn der Staat, wenn ich meine Wohnung unter 7 Meter Stahlbeton lege, ja gut, wenn die Bundesrepublik Deutschland sich das vornimmt, da trotzdem rumzuschnüffeln durch meine Socken, dann machen die das halt trotzdem. Dann bohren die sich durch 7 Meter Stahlbeton. Ja, und deswegen hat man einen Grundrechtsschutz, weil das so ist. Ja, eine Selbstbeschränkung des Staates gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern. Das ist der Unterschied zu Nordkorea. Ja. Und man stellt eben fest, im Hinblick auf diese Überwachung, an diese Regeln wird sich hier nicht gehalten. Ja, der BND agiert im rechtsfreien Raum. Und das ist die Katastrophe an dem Zustand. Ich glaube allerdings, dass der Rechtsstaat Selbstheilungschancen hat, ja, und dass das Parlament tatsächlich Dinge auch korrigieren kann. Und ich hoffe sehr, dass das geschieht. Wollten Sie noch? Bitte noch kurze Antworten, die Zeit rennt uns wirklich davon. Wenn wir jetzt konkret auf die Frage eingehen, was sollte vielleicht ein Verbraucher tun, um sich zu schützen, würde ich meinen, verschlüsseln, löschen, löschen, verschlüsseln und vor allen Dingen die AGB lesen. Warum? Erstens verschlüsseln. Es ist richtig, Verschlüsselung kann gebrochen werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann eine Maus haben, die ein USB-Gerät eingebaut hat mit erweiterten Funktionen. Ich kann vielleicht mal eine Webcam aktivieren. Ich kann eine Quellenüberwachung machen. Das ist alles richtig. Das bedeutet aber nicht, dass ich deswegen auf Schutzmaßnahmen verzichten kann. Außerdem ist es mir eigentlich egal, ob eine Ermittlungsbehörde an meine Daten ran will oder ein Einbrecher mir den Computer klaut und meine Daten drauf sind. Dann möchte ich auch nicht, dass er drauf zugreifen kann. Das ist das Erste. Das Zweite ist das Data at Rest. Also sichern durch Verschlüsseln halte ich für eine leicht umzusetzende Maßnahme. Man darf nicht glauben, sie sei das Allheilmittel, aber sie ist wirksam und sie verzögert zumindest. Sicherung der Daten im Transport. Ich kann mich an mein erstes Projekt erinnern, als ich 2001 zu Lucent Technologies gekommen bin, war das erste Projekt, den E-Mail-Verkehr mit den externen Anwaltskanzleien auf Verschlüsselung umstellen. Wir haben es damals nicht mit SecureMime gemacht, sondern mit PGP. Inzwischen ist es ja auch so eine Art Formatkrieg, der da entstanden ist. Was ist da besser? Die Widerstände waren damals erheblich. Allerdings hatten wir den längeren Hebel. Wir haben gedroht, wir mandatieren die Anwaltskanzleien nicht mehr, die sich dagegen wehren. Damit war das Problem sehr schnell gelöst und plötzlich ging es doch. Und das Letzte ist, wenn Sie Dienste nutzen, wenn Sie Software nutzen, lesen Sie mal die Nutzungsbedingungen. Natürlich ist es nicht angenehm, sich in so einem Click-to-Run-Installer durch 27 Bildschirmseiten in so einem winzig kleinen Fenster durchzuklicken. Wenn Sie aber feststellen, Sie stoßen da auf Regelungen, die Sie entweder nicht verstehen oder von denen Sie glauben, dass Sie beispielsweise zu einer Einwilligung führen könnten, mit Ihren Daten, die Sie eingegeben haben, was zu tun, sehen Sie von der Installation, von der Nutzung ab, sehen Sie von der Nutzung des Dienstes ab. Besonders schön dann, wenn Sie im Geschäft stehen, wenn Sie ein Formular unterzeichnen sollen und anfangen, auf der Rückseite die AGB zu lesen, die Schlange bis zum Haupteingang schon inzwischen zurückgeht. Ich sage Ihnen aus Erfahrung, ich mache das sehr gerne. Ich habe ein relativ breites Kreuz, es stört mich überhaupt nicht, wenn da hinten genörgelt wird. Führt aber natürlich auch dazu, dass Sie dann unter Umständen auf die Nutzung von Diensten verzichten. Das ist bei mir zum Beispiel so, ich habe kein Facebook, WhatsApp schon überhaupt nicht und ich habe auch meinen Freunden verboten, WhatsApp in der Weise zu nutzen, dass meine Daten in deren Kontaktverzeichnissen dadurch möglicherweise betroffen sein können. Dann haben sie es alle deinstalliert. Oder aber von Anfang an schon nicht genutzt. Also es gibt durchaus die Möglichkeiten. Es ist ein Kampf, der nie endet um diese Datensicherheit. Aber es darf nicht dazu führen, dass wir von Sicherheitsmaßnahmen absehen, weil wir glauben, sie sind letztlich zu umgehen. Ja, ich muss leider sagen, wir haben jetzt so viele Themen aufgemacht, die man noch im Einzelnen stundenlang diskutieren könnte. Aber wir müssen schon mit den Abschlussstatements weitermachen oder die Runde beenden. Und ich hoffe, dass dann in der Pause noch Gelegenheit sein wird, sich vertieft zu unterhalten. Und ich würde jetzt einfach jeden von Ihnen bitten,
Ein ganz kurzes Abschlussstatement zu geben, was Ihre Forderungen oder Hoffnungen in Bezug auf Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Technik wären im Einzelnen. Also im Einzelnen meine ich vielleicht bei Wissenschaft, Technik, Politik und Wirtschaft in Bezug auf IT-Sicherheit. Also erstmal muss man ganz deutlich sagen, es gibt keine technische Lösung gegen Überwachung. Zum Zweiten, wir sind in Deutschland nicht allein. Jeder, der will, dringt übers Internet in, also meine Studenten im zweiten Semester dringen in ihren Computer ein oder in einen von einem amerikanischen Bürger oder einem englischen Bürger. Den Rechtsstaat schätze ich nicht hoch, tut mir leid. Die Gesetze nutzen technisch nichts, das ist keine Hilfestellung. Ich meine auch Verschlüsselung, wenn sie nicht geknackt werden sollte heutzutage, die Dienste bewahren diese Daten auf und irgendwann können sie geknackt werden. So, die Lösung ist Frau Jus hat das heute Morgen gesagt, liegt im Völkerrecht. Wir brauchen, und da muss die Bundesregierung aktiv werden, in der UNO, im internationalen Bereich. Wir brauchen im Völkerrecht eine Regelung, dass Überwachung ja geächtet wird, so wie Streubomben, das haben wir geschafft, ja, weit nicht völlig, nicht hundertprozentig, aber weitgehend sind Streubomben geächtet. Wir brauchen eine Ächtung der Überwachung, wir brauchen eine Ächtung der Computersabotage international und dann eine Verpflichtung in den Staaten bis runter zum Haftungsrecht, Strafrecht und so weiter. Aber diesen Weg muss die Regierung erstmal gehen. Meine Einschätzung ist, sie wird einen Däubel tun. Sie sägt sich ja die eigenen Stuhlbeine ab. Frau Jonik? Ja, ich möchte jetzt das nicht wiederholen, was Herr Pohl jetzt auch schon mal gesagt hat, was ich sehr unterstütze natürlich. Ich möchte nur ergänzen, dass man trotzdem, ich sage mal, die Hoffnung nicht aufgeben sollte, dass ich kann sowieso nichts tun. Wir können eine ganze Menge tun, sage ich mal. Und wenn wir jetzt wirklich tatsächlich mal alle anfangen würden zu verschlüsseln, hätten die da echt ein Problem, weil natürlich könnten die wiederum in jeden einzelnen Rechner versuchen einzudringen, aber das kostet denen eine ganze Menge Ressourcen, die sie eigentlich bräuchten, um meinetwegen Wirtschaftsspionage zu machen oder sonst was eigentlich, weil das ja auch noch ein großes Thema von denen ist. Also von daher machen wir es ihnen so schwierig wie möglich. Also von daher, ja. Bleibt jetzt eigentlich gar nicht mehr wirklich viel zu sagen. Ich würde mir wünschen, dass wir in dem Gesetzgebungsprozess über das IT-Sicherheitsgesetz diese Themen trennen. Durchaus nachhelfen, dass Branchen, die sicherheitsempfindlich sind, ob wir vielleicht bisher nicht die richtigen Instrumente haben, die richtigen Instrumente an die Hand bekommen, genau um eben sich auch selber zu schützen. Aber nicht überhöhte Erwartungen daran haben, dass ich mit einem IT-Sicherheitsgesetz Probleme lösen kann, die damit wirklich nicht im Zusammenhang stehen. Ja, wir brauchen von der Bundesregierung eine Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit, so trivial das klingt, und ein klares Bekenntnis, dass man eben nicht alles macht, was geht. Und ein schönes Beispiel, vielleicht ergänzend zu den richtigen Dingen, die gesagt wurden. Wir haben seit vielen Jahren im Parlament, leider nicht so stark in der Öffentlichkeit, eine Diskussion über den Export von Spähsoftware. Hochproblematische Programme, die man eigentlich nur mit so Trojanern, Malware, also die Dinge, die Herr Thomas de Maizière vorgibt, zu bekämpfen, gleichsetzen muss, die in allen Diktaturen dieser Welt fröhlich angekauft werden, ist ein deutscher Exportschlager. Ja, damit sucht die syrische Regierung die Oppositionellen bei Facebook und im Netz, um sie anschließend in die Folterkeller zu führen. Finden wir offiziell nichts bei, dass das geschieht. Ja, keine Exportbeschränkungen, trotz mehrfacher Anträge von uns in den letzten Jahren. Und solange man in der Öffentlichkeit die Bundesregierung mit solchen Positionen durchkommen lässt, und das kann sich nur verändern, wenn öffentlicher Druck entsteht, so lange kriegen wir da keinen Hebel auf die Diskussion. Das heißt, wir brauchen mehr solcher Veranstaltungen. Wir müssen einfach erkennen, dass wenn wir die Rechtsstaatlichkeit, die Freiheit letztlich, die wir die letzten Jahrzehnte genossen haben in diesem Land, Gott sei Dank, ja, wenn wir die verteidigen wollen, dann müssen wir auch Druck machen öffentlich, damit sich da was verändert. Ja, vielen Dank. Damit schließe ich das Panel
und sage auch nochmal herzlichen Dank an alle Experten für die Teilnahme und hoffe, dass die Diskussion und die Fragen, die wir jetzt nicht mehr beantworten können, in der Pause noch direkt vielleicht angesprochen werden können. Vielen Dank.